Hey Freunde, willkommen zurück zu Gambling Night, was wohl eins der besten Level zu sein scheint. Immerhin hat das ja voll die Beleuchtung. Geh nicht hier hin. Erstmal das Level. Wow. Mario Luigi. Und hat die Casino-Musik aus Sonic. Sonic 1. Oder? Sonic 2, glaube ich. Oh, ich hab's echt vergessen. So, ich kann mal Poker spielen. Na, oder auch nicht. Okay, voll das Chaos. Und hier muss ich auch einen Secret Exit suchen. Nice. Die Pokermusik, die Casino-Musik aus... Welchem Sonic-Spiel ist das? Sonic... Hatte Sonic 1 eine Casino-Welt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war Sonic 2. Tatsächlich. Wow. Oh Gott. Gut, jetzt bin ich irgendwie hier unten. Ich habe mich schon verlaufen. Okay, das war jetzt nur für so eine alberne Münze. Ja. Dann gehen wir wieder hoch. Jackpot. Wie komme ich zum Jackpot? Da würde ich ganz gerne hin. Boah, was für ein Chaos. Ja, okay. Play. 100. Also es kostet 100 oder was. Okay, wir haben Slot 1 genommen. Sieht nicht nach dem Sieger aus. Oh, da bin ich tot. Nice, Poker Dice. Boah, scheiße. Okay, natürlich ist das Level auch ultra schwer. Ich wollte nur gucken, was da steht, aber naja. Okay, hier habe ich die Chance, dann noch eine Yoshi-Coin zu sammeln. Und dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Okay, die kriege ich ja ganz gut, auch wenn ich gar nicht mal es drauf abgesehen habe, die zu sammeln. Play 100 horizontal, horizontal, so. Okay, jetzt habe ich irgendwie einen Checkpoint. Folgende Münzen. Wirst du die endlose Schlucht des Todes überleben? Sammle Münzen und mach einen großen Gewinn. Halt A A und B gedrückt, während du runtergehst. Mach keinen Spin-Jump. Soll ich doch einen Spin-Jump machen? Nein, komm. Oh. Okay, wir folgen den Münzen. Ja. Soweit stelle ich mich ja ganz gut an. Wow. Ach so, deswegen machen wir keine Spin-Jumps. Das ist schon mal gut zu wissen. Links. Jackpot, Jackpot. Was habe ich denn für einen Jackpot? Du gewinnst! Als Preis kriegst du ein Trampolin. Nimm es mit in die Röhre nach rechts. Du wirst es brauchen. Komm jederzeit wieder. Kriege ich denn hier mein Trampolin? Da. Also ich kann es hier reinnehmen oder ich nutze es ja als Plattform. Kann ich das nicht auch machen? Nein, nicht so, sondern mehr. Kick das mal. Was soll das kicken? Ja, genau so. Und dann, zack, machen wir hier weiter. Jetzt kann ich in diese ominöse Tür hier rein. Oh, ich habe ausgemacht. Jetzt bin ich hier oder da? Was zur Hölle? Ne, ich kann nur nach rechts. Okay, schon mal gut. Hier gibt es viel zu viele Möglichkeiten. So, jetzt haben wir so gesehen die Casino Night hier ausgemacht. Hat die Musik geändert. Wow, die ist echt groovy. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr schon mal gehört? Ich weiß aber nicht mehr, von wo die sein soll. So, dann kommen wir hier lang. Da ist nichts. Gut. Haben wir jetzt rausgefunden. Wow. Okay, dann gehen wir mal in die Tür rein, richtig? Ah, okay, Schlüsselloch. Ja, gut. Der Pilz ist weg, kann man nichts machen. Reset. Muss nur irgendwie einen Schlüssel kriegen. So, das Secret Exit haben wir fast, würde ich sagen. Naja. Fast relativ. Der Schlüssel können sich hier überall befinden oder auch nirgendwo. Das ist das Problem. So, ich muss bestimmt da rein irgendwie. Oder da runter. Hier haben wir doch einmal eine Yoshi-Coin gesammelt, oder? Also da jetzt noch Licht an war, so gesehen. Okay, ein P-Switch. Ich weiß es nicht mehr, wie das... Also, hier aufgebaut ist. Moment, von hier komme ich ja.
Kann ich damit irgendwas da hinten anfangen? Okay, jetzt habe ich echt keine Ahnung mehr. Ich gehe mal einfach weiter. Irgendwo wird das Ding doch sicher seinen Nutzen haben. So, da oben würde ich einen One-Up kriegen. Ja, will ich aber nicht. Na toll. Okay. Benutzen wir es hier? Mal schauen. Boah, könnte ja rein theoretisch... Ach so, ich kann ja auch überall rein, oder? Nee, ich kann nirgendwo rein. Genau das Gegenteil. Kann ja nirgendwo rein. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Wow. Ach, scheiße, was habe ich denn hier angestellt? Boah, das ist jetzt schwer. Ha, bloß nicht wahr. Okay, wenn ich drücke... Ah, Moment, ich gehe erstmal wieder zurück zum Anfang. Ich meine, es hat jetzt eh nichts gebracht, wo ich jetzt überall lang gelaufen bin. Am Ende kam ich wieder daraus, wo ich war. Ist hier irgendwas anders? Ach so, ich kann jetzt hier rein. Nein. Oh, oh. Scheiße. Habt ihr gesehen, der Bildschirm ist schwarz geworden. Der wurde schon wieder abstürzen, der Emulator. Da habe ich schnell einen Load State gedrückt. Da ist der Schlüssel, okay. Gut. Das haben wir im letzten Part schon gesehen. Dass auf einmal Bildschirm ausblendet, ich Game Over Screen krieg oder so, was überhaupt nicht vom Spiel vorgesehen ist. Und dann der ganze Emulator, das glaube ich, abkackt. Und wenn ich das noch verhindern kann schnell, dann mache ich das natürlich. So, jetzt haben wir das Secret Exit gelöst. Das ist echt gut. Jetzt muss ich hier noch einmal regulär durch. So, nicht zu hoch springen, habe ich gerade erfahren. Ja, was für ein Level. Also auf jeden Fall... Ah, fick diesen Maulwurf, ganz ehrlich. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr geschmückt. Ja, jetzt komme ich ja gar nicht mehr hoch. Jetzt muss ich hier warten. Okay, ein bisschen frustrierend, das ist auf jeden Fall aber auch. Moment, hier will ich auch gar nicht hin. Hier gibt es nur eine Yoshi-Coin, ne? Oder gab es, die habe ich ja sogar. So, wie wäre es, wenn wir diesmal nach rechts gehen? Ey, ich hab den Jackpot. Cool. Und dann sind wir wieder hier. Ja, also das, wo wir gerade waren, da wo es dunkel war. Das versuche ich jetzt mal ohne zu stottern zu erzählen. Ja, oh Mann, ich hab den nicht mal gesehen. Dieser Dreckskerl. Ja, da wo ich gerade war, im Dunkeln, das war ja so gesehen hier derselbe Ort. Nur halt Licht abgeschaltet, ne? Okay, dann auf ein neues. Wow. Okay, so schwer ist das ja eigentlich gar nicht. Sage ich jetzt bestimmt, verkackt gleich irgendwo spektakulär. Nein, nein, nein. Fuck, habt ihr diese Buchstaben da unten gesehen? Der will immer abstürzen, der Emulator. Scheiße, der stürzt auch immer ab, oder? Seht ihr, ich bin wieder im Game Over Screen. Das ist nicht gut. So, immer wenn ich jetzt hier lande... Ne, diesmal... Diesmal nicht, glaube ich. Mist, aber mein Safe-Set ist jetzt verkackt. Ja, das ist echt ein Problem. Der Emulator will immer abstürzen und ich kann es noch gerade so verhindern. Der will irgendwie immer sich in einen... Ich verstehe gar nicht mal, wie sowas kommt. Der will sich immer in einen Game-Over-Screen teleportieren. Schon das zweite Mal ja jetzt. Vor allem, warum ist denn das jetzt so viel schlimmer geworden als am Anfang, als ich dieses Spiel noch gespielt habe? Das ist jetzt richtig extrem geworden mit diesen Fehlern und alles. Gut, ich glaube im Part 1, oder wann war das? Das ist auch schon einmal abgestürzt, Simulator. Gut. Aber trotzdem, so viele Versuche allein schon kaputt zu gehen, gab es ja vorher gar nicht. Ja, den kriege ich nicht, ohne zu sterben. Ich weiß nicht. Da ist der Buchstabe P. Ich glaube, mit dem P-Switch würde ich das schaffen. Hier brauche ich ein Trampolin, habe ich recht. Hoffentlich ist der hier oben. Oh, wo kommen diese Tennisbälle überall her? Baseballs meine ich. Damit. Und dann mal das hier. Tada, da ist das gute Stück. Oh. Okay. Oh, diese verdammten Dinger, die aus dem Nichts kommen. Ist nicht mal irgendein Gegner, der die schmeißt. Die sind einfach da. So, rein da und dann haben wir es geschafft. Poker Mario Nice. Finde ich auch. Huh. Gut, das war nicht ohne, hat aber auch seinen Charme gehabt.
Nächstes Level, was auch ein Sekodex hat. Und wir haben wieder Sonic-Musik. Sonic, diese Bergwelt oder so. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Ist das auch Sonic 2? 2 oder 3? Ich weiß nicht mehr. Oder doch der erste Teil? Ja, ich glaube nicht der erste. Bin gar nicht mal so vertraut mit den Sonic-Spielen. Aber was die wenigsten von euch bestimmt wissen, ist, dass ich Sonic 1 und 2 und CD schon Let's Played habe, mal vor längerer Zeit. So, falls ihr Interesse habt, mich beim Sonic-Spielen zu sehen, könnt ihr es ja in der YouTube-Suchleiste eingeben. Müsst ihr SSB Rocker eingeben. Und SSB Rocker Sonic, würde ich sagen. Dann findet ihr was dazu. Oder ihr sucht euch durch die Playlisten durch. Ich habe extra solche Playlists. Und so eine Playlist-Liste auch noch. Da würdet ihr auch fündig werden. So, das ist clever hier. Ich muss mit dem Wasser, was immer kommt und geht von der Seite, mich hier durchkämpfen. Boah. Okay, jetzt habe ich eine Chance. Okay. Boah. Oh, Moment. Aber den kann ich echt für meine Zwecke nutzen. Ich muss nur richtig machen. So, dann brauche ich hier schon mal kein Wasser. Dann einmal hier rein. Okay. Was hat die zu bedeuten? Also der Pfeil sagt, geh so nach rechts. Ich weiß nicht, ob... Ja, toll. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Scheint wohl doch nichts zu sein. Obwohl, doch, doch, da ist was. Moment, seht ihr das? Man kann da... Ach so, guckt, man kann hier durch. Das habe ich gerade mit meinem Feuerball gesehen, aber es war echt nur für diese Kacke da, für die Münze. Oder kann ich da auch noch hoch? Ah, ich will... Moment. Jetzt. Aber da ist nichts. Okay. Ich konnte den Feuerball so schießen und so sehen, dass der da reinging. Jetzt sitzen wir hier im Dunkeln. Zumindest so ein bisschen. Okay, da in dem Chaos hier muss ich auch einen Secret Exit finden, also nicht gut. Boah. Okay, Freund. Okay, Freund, du Arsch. Jetzt habe ich keine Power-Ups mehr. Okay, da haben wir ein Schlüsselloch. Und ein Schlüssel. Okay, gut, das war gar nicht mal so sehr versteckt, muss ich sagen. Die Münzsport schon eigentlich alles verraten. Gut, damit haben wir das. Und dann noch einmal im regulären Stil lösen. Da war ganz ehrlich diese eine Yoshi-Münze noch viel krasser versteckt als das Secret Exit an sich. Schon ein bisschen komisch. Hätte es genau andersrum gemacht wahrscheinlich. Da eine Yoshi-Münze irgendwie versteckt, so am Rand oder so. Und dafür das Secret Exit da in diese Wand reingehauen. Damit das zumindest ein bisschen anspruchsvoller ist, das zu finden. Was passiert, wenn ich jetzt in die linke Tür gehe? Ich bin eben rechts lang gegangen. Ach, dann komme ich in einen ganz anderen Ort hin, oder was? Gut, alles sagt mir, ich soll da rein. Habe ich irgendwie ein Gefühl? Hm, kann das so sein? Ah, und jetzt bin ich in so einer Box. Cool. Ja, das finde ich super. Dann haben wir so zwei verschiedene Sachen mal. Und sehen wir jetzt nicht zweimal dasselbe. Okay, dann haben wir so Schrödingers Box, in der wir hier abhängen. Die Fische sind aber so komisch gesetzt, dass sie, wenn die an der Oberfläche sind, so abkacken. Jetzt irgendwie nicht mehr, aber eben... Ein Pilz, dankeschön. So, das mag ich. Also ich mag beide Prinzipien. Ich finde das Level gut. Ich finde, es hat coole Ideen, die es irgendwie schafft umzusetzen. Diese Box, dieses Wasser, was von links und rechts kommt, das mit dem Dunkel. So ist nur der halbe Bildschirm zu sehen, ist so. Und vor allem, dass es so zwei verschiedene Wege sind, dass... Gut, ich könnte rein theoretisch auch zweimal den gleichen Weg gehen. Fürs gleiche Ergebnis. Ach, Moment. Moment, wenn ich mich hier rausschießen lasse? Ne, ich dachte... Ja, oder? Wenn ich... Gut, wenn ich den Knopf gedrückt halten würde, dann würde ich automatisch da drin landen. Den Springknopf. Gut, aber naja. So, die Vollblume ist hier echt viel wert. An dieser Stelle. Und jetzt ist sie weg. Gut, dann halt nicht. Kein Feuer mehr. Kein Fuego. Ah, oh, da trifft mich euer letzter Hammer da, wisst ihr? Das ist schon echt ärgerlich. So, wir sind wieder da draußen. Haben drei. Ich weiß sogar, die erste, die habe ich mir gar nicht erst eingesammelt. Hätte ich gar nicht mehr in die Mühe gemacht.
Gut, cool, dann sind wir hier durch. Was kommt hier? Was ist das? Achso, das bringt mich zurück zum Anfang. Und dann geht's jetzt hier unten lang. Ja, das klingt doch plausibel. So gesehen gibt's ja gar kein Final Schloss. Außer man würde das ja als letztes Schloss betrachten in dieser Welt. Okay, ja, gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir kämpfen uns dann durch den Strand. Die Hotelgegend haben wir schon fertig. Und das Ende ist wohl der gelbe Switch. Bin ich sehr gespannt. Okay, bis dann.